Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 17. Februar. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe wieder 10 Themen für euch vorbereitet. Es geht um Sprachassistenten, Snapchat, Gartner und BlackBerry, Lenovo, CTE, Paketdienst DPD, Machine Learning, Pokémon Go, Jaguar und die WWDC 2017. Wir starten bei Sprachassistenten. Dort gibt es eine interessante neue Idee rund um Alexa und Hey Google. Die beiden Dienste funktionieren mittlerweile schon so gut, dass man sich offensichtlich ein bisschen Gedanken macht, inwiefern man diese Boxen weiter einsetzen könnte. Und da gibt es natürlich jetzt eine relativ gute und naheliegende Idee, auf die ich bisher eigentlich auch noch nicht gekommen wäre. Es wäre möglich, dass beide in Zukunft auch Telefongespräche mehr oder minder aufbauen können, zumindest Voice Calls halt aufbauen können. Warum nicht gleich direkt über diese Box, was ich für Skypen zum Beispiel oder andere Messenger, die Sprachunterstützungen anbieten? Heißt, hier soll es vielleicht in Zukunft bald auch möglich sein, mit diesen Boxen dann gleich telefonieren zu können, unter Anführungsstrichen. Die Einbindung von Telefonprovidern oder quasi eurem Handy ist aktuell noch nicht geplant, aber man überlegt sich eben, ob man derartige Sprachmessenger gleich in diese Boxen integrieren möchte. Liegt ja an und für sich ganz nahe die Idee, warum nicht? Die Mikrofone sind ja gut genug. Stichwort Sprachassistenten, auch Huawei plant jetzt seinen eigenen Sprachassistenten zu launchen. Einziges kleines Manko an dem ganzen Thema, der wird wahrscheinlich vorerst nur in China starten, das heißt, bis wir davon wirklich etwas mitbekommen, wird sehr, sehr lange dauern, wenn der Dienst denn überhaupt zu uns kommt. Wir kommen zu Snapchat. Snapchat hat ja jetzt seinen Börsengang vor, den großen, wir haben im Geek Talk schon öfter darüber berichtet. Jetzt ist aktuell mal ein Wert herausgefallen, unter Anführungsstrichen, wie Snapchat sich denn gerne bewerten lassen wollen würde. Sie würden gerne auf eine Bewertung zwischen 19,5 und 22,2 Milliarden Dollar hinaus. Unterm Strich ist es ungefähr im höchsten Fall 21 Milliarden Euro. Zuvor ging man von ein bisschen mehr aus, nichtsdestotrotz ein sehr schöner Wert, auf den sich Snapchat eben gerne bewerten lassen würde. Der Börsengang steht ja in Kürze bevor. Wir kommen zu Smartphone-Verkaufszahlen quasi und den Zahlen, die Gartner jetzt wieder ausweisen wird. Und da gibt es ein kleines Negativ-Highlight. BlackBerry konnte im letzten Quartal des letzten Jahres nahezu kein Smartphone verkaufen. Kein Wunder, die haben aktuell noch nicht wirklich Geräte. Momentan kommen sie auf einen Marktanteil von unter 0,1% und werden damit das erste Mal in der Firmengeschichte bei Gartner mit 0,0% Marktanteil ausgewiesen werden. Schade um die Firma, bin gespannt, ob sie es wieder schaffen. Sie haben ja vor, auch ein neues Smartphone zu präsentieren jetzt. Wir dürfen gespannt sein, ob da tatsächlich was passiert. Ebenfalls schlechte Zahlen schreibt die Firma Lenovo, großer Hersteller von Notebooks. Die Zahlen sind allerdings ja sehr stark rückläufig. Der Gewinn ist um 67% eingebrochen, sind im Endeffekt ungefähr 100 Millionen US-Dollar, die man weniger Gewinn schreiben konnte. Grund dafür die sinkende Nachfrage nach PCs im Allgemeinen und dass die Zulieferer teurer werden bzw. die Komponenten teurer werden. Wir waren schon bei Smartphones, wir kehren wieder ein bisschen zurück zu Smartphones. CTE kündigt an, dass man auf der MWC, die in 2 Wochen steigen wird, das erste Smartphone mit 5G-Standard präsentieren möchte. Codewort dafür ist das Gigabit-Phone, passend zu dem Codewort eben soll dieses Handy nachher Downloads von bis zu 1 Gigabit in der Sekunde unterstützen. Wäre natürlich sehr spannend, die große andere Frage ist dann auf der anderen Seite aber eben, ob das die Netze in den lokalen Ländern überhaupt schon unterstützen. Wir kommen zum Paketdienst DPD. Die wollen sich jetzt aktuell anscheinend anschließen an den Trend der Lebensmittellieferungen und in dem Bereich auffahren. Amazon Fresh ist ja schon durchaus erfolgreich teilweise in den Regionen, wo es das Ganze gibt. Jetzt möchte aber auch eben DPD quasi in diesen Versandhandel mit Lebensmitteln oder so Kochboxen und so einsteigen und entsprechend dort sich auch Fuß fassen. Wir sehen eben anscheinend, der Versand von Lebensmitteln wird immer spannender. Ich finde das generell auch ein sehr spannendes Thema. Könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwann nicht mehr einkaufen gehen zu müssen. Von daher, warum nicht, ob es dann DPD sein muss oder darf, sei dahingestellt. Ob die Händler das überhaupt auch noch groß brauchen, weil sehr viele unserer Lebensmittel hier zumindest in Wien werden von den Supermärkten direkt verschickt schon mittlerweile. Fraglich, aber es ist immerhin gut, dass es da weitergeht in dem Thema. Wir kommen zu künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Die Software, die Machine Learning Bibliothek TensorFlow ist in Version 1.0 erschienen. Im Endeffekt eine Datenbank, auf die man zugreifen kann und seine Systeme dann eben entsprechend künstliche Intelligenz beibringen kann oder lernen kann. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt, auf das relativ viele bekannte Programme unter Anführungsstrichen bereits zugreifen. Zum Beispiel Google Translate oder die DeepMind-Datenbank gibt es eben jetzt frei als Release für alle, die vielleicht vorhaben, da irgendwie mal
ein bisschen hineinzuschnuppern oder irgendwie ein bisschen künstliche Intelligenz da irgendwo hineinzubringen. Leicht ist das Ganze nicht, kann ich schon mal sagen. Und auf der anderen Seite, es braucht natürlich auch ziemlich dicke Hardware, um Systeme lernen zu lassen. Trotz allem schön, dass es sowas als Open Source gibt und schön, dass es jeder verwenden kann. Wir brauchen mehr Intelligenz auf dieser Welt, durchaus auch künstliche. Wir kommen zu Pokémon Go. Wir haben ja gestern schon darüber geredet, dass es da ein großes Update mit neuen Pokémon geben wird. Jetzt ist auch bekannt geworden, dass es eine neue Kooperation mit Einkaufszentren gibt. In den USA gab es sowas schon, in Europa kommt es jetzt nach. Es sind durchaus viele Einkaufszentren dabei, einige in Deutschland, sogar welche in Österreich. Schön, dass eines das einzige österreichische gleich bei mir ums Eck ist. Worum geht's? Ja, eigentlich dann doch nicht so viel. Es geht darum, dass vor allem Pokestops in diesen Einkaufszentren quasi integriert werden sollen. Da gibt es bisher quasi keine. Und diese Pokestops werden dann auch immer mit Log-Modulen ausgestattet sein. Ähnlich wie diese Kooperation, die man ja auch schon mit Starbucks, mit McDonald's hat. Jetzt dann aber eben halt auch in Einkaufszentren. In unseren Shownotes findet ihr eine Liste, welche Einkaufszentren da dabei sind. Das soll auch schon diese oder vielleicht nächste Woche starten. Insofern, ja, mal schauen, ob ihr ein Einkaufszentrum in der Nähe habt. Dann könnt ihr am Wochenende, wie es aussieht, schon dort Pokémon Go im Warmen spielen, solange noch der Winter ist. Sicherlich ein interessantes Angebot. Wir gehen ein bisschen über in die Apple-Ecke. Zuerst aber zu Jaguar. Die wollen in ihren neuen Autos ein Apple Pay In-Car-Bezahlsystem quasi integrieren. Bedeutet, dass ich quasi in die Tankstelle fahre, dort tanke und nicht mehr in den Job hineingehe und nicht an der Zapfsäule zahle, sondern direkt auf dem Display in meinem Auto. Mit Shell-Tankstellen soll das zum Start mal möglich sein. Und dort dann eben mit Apple oder Android Pay. Durchaus spannende Sache. Jaguar will das auch erweitern. Soll dann auch möglich sein, irgendwie, ja, Parkplätze und derlei Dinge auch direkt gleich so zu bezahlen. Eben dann einfach quasi kurz das Smartphone anhalten oder die Apple Watch und schon ist bezahlt. Wir schließen mit einer reinen Apple News. Die WWDC 2017, die Entwicklerkonferenz, wurde heute angekündigt. Die findet von 5. bis 9. Juni in San Jose statt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. In Kalifornien auf jeden Fall, relativ in der Nähe von Cupertino. Man war dort bereits schon mal 2002, also einige Zeit her. Die Einladung ist auch durchaus spannend, könnt ihr euch auch mal durchklicken in unsere Shownote. Im Endeffekt geht Apple so ein bisschen auf die Breite der Community ein und macht daraus wieder schon fast ein bisschen ein politisches Statement, nämlich eben, dass quasi die breite Gesellschaft eingeladen ist und quasi ja auch Software die Society quasi bedienen soll oder der nachkommen soll und dass man eben die Breite der vollen Talente, Perspektiven, des Glaubens und derlei Dinge braucht, um die Welt am Ende verändern zu können. Ja, sehr schöne Aussage, mit der entlasse ich euch heute in den Tag, in den Freitag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und erfolgreichen, hoffentlich letzten Arbeitstag diese Woche und anschließend ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist der Martin für euch da, aber wir sind auch morgen für euch da bei der Night of the Pods. Um 18 Uhr haben wir unseren Termin. Wir werden dort ein bisschen über die GeekTalk Daily reden. Wir haben die Night of the Pods ja einmal schon genutzt, die GeekTalk Daily anzukündigen. Wir werden das jetzt auch nutzen, um dort ein bisschen bekannt zu geben, wie es weitergeht. Eben Samstag, 18 Uhr, Night of the Pods. Wir sind dabei. Ihr vielleicht hoffentlich auch. Dort habt ihr die Chance, uns live zu hören und vielleicht auch ein bisschen zu erfahren, wie es mit diesem Projekt weitergeht. In diesem Sinne, vielleicht bis morgen oder bis nächste Woche mit dem Martin. Schönes Wochenende und ciao. Hört mehr Geek Talk.